So, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge von Arcanum. So, wir können jetzt, also theoretisch könnten wir die Bücher durchgehen. Werden wir aber nicht machen. Also da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Das wäre vielleicht noch interessant. Das Tagebuch von Henry Dovan wäre noch interessant. Das hier vielleicht noch. Wir werden das jetzt aber nicht durchlesen, glaube ich. Nee, 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 nee. Das tun wir jetzt nicht. Es können nur irgendwelche Personen sein, die von Relevanz wären. Okay. Gut, wir packen das mal wieder zurück. Leider haben wir keine Informationen daraus bekommen. So, der Fluch von Zen Ange bleibt bei mir. Was ich allerdings noch machen wollte, ich glaube, das war hier gewesen. Hier konnte man sich noch Bücher kaufen, die einen die Kraft steigern, weißt du? Huch, da wollte ich gar nicht rein. Aber gut. Das hatten wir alle schon. Hier können wir für uns jeweils 750 Gold ein Buch kaufen. Ein paar technische Lehrbücher. Ja, was möchte ich denn? Was hatte ich denn gebraucht? Sprengstoff hatte ich, glaube ich, gebraucht, ne? Für... Okay, mit Rechtsklick funktioniert das, aber das funktioniert nicht mit Rechtsklick. Interessant. Schmiedekunst, Waffenschmiedekunst. Geht auch nicht. Warum geht das nicht? Okay. Ich verstehe das nicht so richtig, was die Bücher bringen und was nicht. Rechtsklicken kann ich sie nicht. Gut, Wiggle, musst du auch mal in dein Inventar aufnehmen. Wir werden jetzt erstmal wieder verkaufen gehen. War also doch nicht so hilfreich hier hinten. Schade. Ah gut, ich habe immer noch 15.000 Gold, alles okay. Wir werden ein bisschen was verkaufen müssen. Wir gehen runter zu den Docks. Jetzt brauche ich nämlich auch die Smoking-Dings nicht mehr. Die Dienstboten... Na komm, beweg dich. Die Dienstbotenkleidung. Was war hier noch gewesen? Zoologische Gesellschaft. Den Tresor kann ich nicht knacken. Ist es überhaupt möglich, das Schloss zu knacken? Ich glaube nicht. Was steht da drauf? Ein Belerogrims Versteck. Hallöchen. Oh, hier ist ja noch einer. Scheiße. Entschuldigung. Ja. Sonst hätte ich mir die Truhe jetzt genommen, aber ist okay. Die Docks von Tarant. Wir müssen noch ein bisschen unser Inventar leeren. Kannst du mir für mich was reparieren? Habe ich was? Ah, hier haben wir was. Zack. Wiggle, brauchst du was repariert? Ups. Ja, geh mal her. Geh mal her. Gott, die hat getragene Stiefel, ist ja ätzend. Dabei ist gleich angezogen. So. Weg, weg, weg.
Die Offiziersuniform, die Jagdflinte, das Ding kann auch mal langsam weg. Diese beiden Zeitungen können auch weg. Das ist hier, oder? Ja, muss ja sein. Tarantino-Bote geht ja über Tarant. Komm mit, komm mit, komm mit. Die Schreckenspistole würde ich einfach mal noch lernen. Dieses Rezept, was ich hier dabei habe. Aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Vielleicht habe ich schon. Huch. Vielleicht habe ich schon gelernt. Wer weiß das schon. Was soll ich denn machen? Weiß das noch einer? Taran, Gates, ne, wir wollen eigentlich. Wir könnten auch theoretisch. Ich meine, die sind Level 18, ja, das ist ja lächerlich. Was? Kommt der einfach Battle? Worum geht's, Mensch? Ah ja, ich kann ja noch gar nicht hier rein, aber irgendwann wird's böse. Es ist mir nicht recht, Jungchen, wenn ihr nichts dagegen habt. Wisst ihr eigentlich, mit wem ich es zu tun habe? So schwach und mickig, wie ihr seid? Ich bin überrascht, dass euch noch keiner zu Hackfleisch verarbeitet hat. Vielleicht würde ich sie versuchen, aufschneiden. Ihr wollt doch bestimmt noch ein Weilchen leben, Jungchen. Die Schwere wird euch ziemlich schnell lehren, wie kurz das Leben sein kann. Ich gebe euch einen kostenlosen Rat. Ihr solltet niemals was sagen, das ihr nicht meint. Und ihr solltet von niemandem einen Rückzieher machen. Außer natürlich, ihr bekommt es mit Pollock zu tun. Mauklan, boah, zu viel quatschen. Wie kann man die Arbeit bekommen? Naja, man sollte aufpassen, für wen man hier in der Schwere arbeitet, Jungchen. Sagen wir mal, ihr würdet einen Job beim Mauklan annehmen. Tja, und ich und meine Kumpels von der Pollock-Bande, wir wären davon nicht gerade begeistert. Ihr versteht, was ich meine, Jungchen? Jawohl, man muss hier wirklich vorsichtig sein. Und wenn ich mich der Pollock-Bande anschließen will? Vielleicht seid ihr heller, als ihr aussieht, Bursche. Wenn ihr für Pollock arbeiten wollt, dann schlage ich vor, dass ihr mit Miranda Tears redet. Sie ist das schlagfertige Mädel an der Bar. Sagt ihr einfach, dass wir euch geschickt haben. Sie wird dann entscheiden, ob ihr es wert seid, dass man euch mit euch Zeit verschwendet. Da ist die Olle. Gucken, wir quatschen erst mal mit dem Rest. Was ihr willen. Und dann haben wir hier noch einen Zwergengauner. Was ist sein Dialog? Was könnte der Mensch von mir wollen? Nee, was in Albrechts Namen veranlasst euch zu der Annahme, dass ich mit euch unterhalten würde? Heraus damit, Junge! schon, ihr habt Glück. Recht so, macht euch auf den Weg, Schwachköpfchen. Ihr habt das Glück, dass ihr so ein Verständnis von Typ bin. Ihr sollt besser nicht wieder herkommen, wenn ihr nicht was Wichtiges mit mir zu sprechen habt. Ich kann nicht alle töten. Das machen wir später. Die Frau vor dir ist groß und kräftig gebaut. Mehrere Narben verlaufen von den Augenwinkeln bis zu ihrem Kiefer hinunter. Es lässt sie aussehen, als würde sie weinen. Was wollt ihr? Habt ihr einen bestimmten Grund, mich zu belästigen? Oder wollt ihr euch mit der alten Scratch nur einen Spaß erlauben? Einer eurer Männer sagt mir, dass ich mit euch über eine Arbeit sprechen könnte. Ach, tatsächlich? Vielleicht haben wir ein oder zwei Aufträge für euch. Wisst ihr eigentlich, für wen ihr arbeiten sollt? Ja, er erwähnt einen Halboger namens Pollock. Ja, sein Name ist Pollock und er ist nicht gerade ein verständnisvoller Oger, wenn ihr wisst, was ich meine. Unter ihrer Rüstung blitzen Doppelklingen auf. Ein Mann, der bei Pollock einen Fehler macht, macht keinen zweiten mehr. Sprechen wir dieselbe Sprache, Mister? Natürlich. Gut, was ich euch sagen will, ist, dass ihr euch besser nicht mit einem Mann wie Pollock einlassen solltet, wenn ihr nicht voll dahinter steht. Viele Dummköpfe haben schon gedacht, dass sie gerne in Pollocks Bande sein würden. Dann haben sie zu viel gesehen, Angst bekommen und wollten weglaufen. Und dann komme ich ins Spiel. Und wer mögt ihr wohl sein, eine Auftragskillerin? Tears ist mein Name, Miranda Tears. Ich kümmere mich um Pollocks Angelegenheiten, alle möglichen Dinge, zum Beispiel darum, dass nicht irgendwelche Weicheier für ihn arbeiten. Wenn Pollock jemand oder etwas nicht mag, sie blickt dich direkt an, kümmert sich Miranda darum. So, so, wann wollt ihr endlich aufhören zu reden und mir eine Arbeit geben? Ups. Ihr glaubt vielleicht zu wissen, wie man hier in der Schwere redet, Mister, aber mit Miranda Tears ist nicht zu spaßen. Wenn ihr mit mir sprecht, dann gefälligst mit Respekt, verstanden? Respekt, du musst weggehen, Schlampe. Natürlich, wenn man verteilt mit mein loses Mondwerk wegen dieser Arbeit. Ja, wir sind auf 20 hoch. Ja, die Arbeit. Also, sie ist nicht allzu schwer. Besonders nicht für jemanden, der ein bisschen Grips hat. Wir haben hier kein Bier mehr und Pollock kann es nicht leiden, wenn er sein Bier nicht bekommt. Ich verstehe, was muss ich tun?
Es gibt hier in der Schwere ein kleines Lagerhaus, ein paar Blocks nördlich von hier. Es gehört dem Maukler und ist besonders bis unter das Dach vollgestopft mit Bier. Normalerweise steht ein Wachposten davor und ein anderer geht auf Patrouille. Bringt uns eine Kiste Bier und wir sprechen über die Möglichkeiten einer weiteren Beschäftigung. Ich werde es tun. Gut, kommt hier zurück, wenn ihr das Bier habt. Wenn ihr eure Sache gut macht, werdet ihr Pollock vielleicht bald persönlich kennenlernen. Jetzt haben wir 41 Dingensen, Reaktionen. Hey, ihr seid doch von diesen Technologietypen, von denen man allen halt allen halben hört. Einfach irre. Hätte ja nie gedacht, dass ich mal ein Exemplar von eurer Sorte hier sehe. Womit kann ich euch dienen? Interessiert ein kleines Geschäft? Ja, leider nur Mist. Ist das das Lagerhaus? Nee. Ich denke, das wird besser bewacht sein. Nö. Guten Tag. Ernsthaft? Hat aber gut Schaden gemacht. Heile mich mal. Was wünscht ihr von mir? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig. Was wünscht ihr von mir? Welche Art von Heilung wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht ihr? Sie haben mich angegriffen. Was soll ich tun? Unverschlossen, aber ich komme nicht rein, oder was? Ich war doch schon mal da drin. Minus 152 Reaktionen. Das ist wohl nicht sonderlich gut, auf mich zu sprechen. Ja, also... den da hinten kann ich nicht looten. Ich weiß nicht, was das Spiel für ein Problem damit hat. Irgendein Schlüssel wird da wahrscheinlich dabei oder irgendein Item, was eigentlich gar nicht mehr... Was nicht dabei sein sollte oder nicht drin sein sollte, wie auch immer. Unverschlossen ist auf einmal. So, da haben wir das Bierfass. Aber wir hätten hier hinten gar nicht töten müssen wahrscheinlich. Ach, ist egal. War das schon immer unverschlossen? Nee, das war doch verschlossen gewesen vorhin, ne? Dann habe ich es aufgeknackt. Wir gucken mal, wie die reagieren. Das ist LP gewesen. Ah ja, davor gewesen, okay. Was führt euch denn schon wieder her? Ich habe die Kiste mir besorgt. Hier habt ihr sie. Wirklich? Das war wirklich gut. Willkommen in Pollocks Bande. Ich habe ihm von euch erzählt und er will euch so schnell wie möglich kennenlernen. Wenn ihr in Richtung Südschwere geht, habt ihr ihn bald gefunden. Sagt der Wache, dass euch Miranda erlaubt hat, hineinzugehen. Reißt euch zusammen und macht keine Dummheiten. Pollock wartet schon. Wiggle, magst du mich mal heilen? Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht ihr? Ich bin so unfähig. So, Pollock ist hier unten. Für den arbeiten wir jetzt einfach mal. Ich an eurer Stelle würde ich später nicht betreten. Aber ich will tun, was mir gefällt. Bam. Wie ihr wollt. Aber hier draußen wird sich niemand um eure Schreie kümmern, wenn ihr im Sterben liegt. Das ist wirklich so. Die interessiert es gar nicht. Wenn ihr verreckt, dann ist denen das egal. Guck mal, hier liegt ein Ork, ist ein Ork übrigens angespießt. Das sieht gut aus. Aber eigentlich bin ich eher so ein Ork-Freund und kein Ogre-Freund, aber gut. Jetzt haben wir uns zu den Ogern gesellt. Wessen Haus ist das? Das ist das Haus von Pollock und der schätzt es nicht besonders, wenn Fremde ihn hier herumschleichen. Ich bin kein Fremder. Miranda Tears hat mir aufgetragen, zu ihm zu gehen und mit ihm zu sprechen. Oh, ihr seid es. Er klopft an die Tür. Hey, Boss, es ist der Neue. Er ist hier, um mit euch zu sprechen. Du wartest. Geht rein und wenn es hier Ärger geben sollte, seid ihr ein toter Mann. Das werde ich mir merken. Er hat die Tür wieder zugemacht. Ach, das ist Pollock, ja? Hi, Pollock. Ah, der Junge, der in der Schwere so viel Wind macht. Pollock, nehme ich an? Jawohl, Pollock heiße ich. Diesen Namen werdet ihr so schnell nicht vergessen, Junge.
Ja, da bin ich mir sicher. Er beäugt Virgil argwöhnisch. Hey, ihr da drüben, kenne ich euch nicht? Pollock vergisst nie ein Gesicht. Eures habe ich schon mal gesehen. Wart ihr vielleicht schon mal in der Schwere? Virgil? Ich weiß nicht, was ihr meint, Pollock. Ich bin sicher, dass wir uns bis zum heutigen Tag noch nie begegnet sind. Seid vorsichtig bei ihm. Ich habe schon von ihm gehört. Seid ihr sicher, dass ihr noch nie hier wart, Virgil? Das ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit, um über solche Dinge zu sprechen. Passt einfach auf euch auf und achtet darauf, was ihr sagt. In Ordnung, Virgil. Es tut mir leid, Pollock. Was habt ihr gesagt? Ich bin Anführer dieser Bande. Er mustert dich bald und öffnet seine Fäuste. Ihr macht wohl gern Wind? Pollock mag keine Leute, die zu viel Wind machen. Ich bin Anführer dieser Bande, kapiert? Natürlich, Pollock. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Er knurrt und grinst. Gut, ihr ziemlich hell. Ihr weiter schlau und passt auf, nicht totgehen, verstanden? Pollock hat einen Job für euch, Schlaumeier. Ihr denkt, ihr habt Nerv auf einen anderen Job? Ich würde mich freuen, wenn ich etwas für euch tun könnte. Guter Junge, schlauer Junge. Ihr hört auf Pollock und ihr werdet nicht auf Friedhof enden. Es gibt da einen Mann, den solltet ihr für mich erledigen. Er heißt Darion Mauk. Kennt ihr Darion Mauk, Junge? Nein, wer ist das? Jeder, der die Schwere kennt, kennt auch Darion Mauk. Halborg, Abschaum. Er und sein Clan flanieren durch die Schwere, als würden sie ihnen gehören. Aber die Schwere gehört Pollock, Junge. Und Darion Mauk wird das auf die harte Tour lernen. Kapiert, Junge? Ja, absolut. Was soll ich für euch tun? Tja, Mauk wohnt in diesem großen Haus oben in der Schwere, heißt das Bentley, fühlt sich wie der König der Schwere in seiner Bude. Pollock ihm zeigen, wer König ist. Ich verstehe. Könnt ihr mir noch etwas sagen, was mir helfen würde? Bentley ist ziemlich gut bewacht, Junge. Und haufenweise Orkschrott passt Tag und Nacht auf, drin und draußen. Ihr müsst ein schlauer Junge sein, nicht so viel Krach machen. Müsst euch reinschleichen, schlau sein, ihn tot machen, kapiert? Ich habe ein paar Sachen, die helfen, Junge. Könnten helfen, damit ihr nicht tot geht. Seid ein Magiker oder ein Techniker, Junge. Ich bin mehr technologisch orientiert. Ein Techie-Jung, was? Ich habe etwas, das einem Techie-Jung wie euch helfen könnte. Er gibt dir 3 Gegenstände. Geht gut damit um, Junge. Ihr habt dabei nur eine Chance und kommt erst wieder her, wenn Mauk ein toter Ork ist. Wenn ich euch vorher sehe, werde ich euch eigenhändig umbringen. Kapiert? Ja, und was bekomme ich dafür? Ihr könnt die Sachen behalten, die ich euch gegeben habe. Und wenn ihr lebendig zurückkommt, werde ich euch 1500 Goldstücke geben. Mehr kriegt ihr von Pollock nicht. Kapiert? Gemacht. Also abgemacht, Junge. Und jetzt raus hier. Wie ich schon sagte, wenn ich euch sehe, bevor Mauk tot ist, werde ich euch eigenhändig umlegen. Tschüssi! Wir haben Fallen bekommen, oder? Nee. Eine Handkanone. Cool, die muss ich mir nicht selber craften. So, speichern wir mal. Guck mal, das MPP. Ah, jetzt habe ich noch theoretisch die Möglichkeit. Ach, ist egal, speichern. Die Handkanone macht 5 bis 35 Damage. Hat allerdings nur 15 Reihen. Aber so viel Damage macht das gar nicht. Naja, das ist meine andere Kanone. Wir probieren es gleich irgendwann mal. Was haben wir hier noch? Energietinktur und eine Sprenggranate. Vielen Dank. Super tolles Zeug. Töten die mich? Theoretisch muss ich hier rein. Und sie töten. Ich komme hier nicht rein, das ist interessant. Komm her, Virgil. Wir wollen jetzt einfach ein bisschen den Weg frei schießen. Was wünscht ihr von Welt? Ich bin fertig. Erstmal darfst du mich aber heilen. Ich bin fertig. Was wünscht ihr von Welt? Ich bin fertig. Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Was? Welche Art von Heilung wünscht ihr? Was wünscht ihr? Gut. Achso, ich habe noch ein Level ab. Ein Punkt. Ich kann in Schlösserexperte, zack, knacken. Fast Maximumstufe. Hört auf damit! Geht weg da! Ja, ich kann nicht mal mitmachen. Virgil ist noch nicht tot, alles gut. Ist da noch ein Ork, der da rumgammelt? Virgil hat minus 36, ist das dein Ernst? Eine Stunde warten. Komm her hier. Sehr gut. Haben wir mit Backup 6. Kann man speichern. Gucken mal, wie es hier abgeht. Ja, da wäre ich normalerweise rausgekommen. Da hinten ist der... Der Typ, die sind Level 30 und unglaublich stark, ja.
Der andere da hinten hat mich gesehen. Geh weg, Virgil. Ich muss raus hier. Und diese andere Tür muss weg. Oder die Orks müssen weg, ist mir egal. Ah ja, da ist er. Er kommt auf mich zu. Jeder Ork wird nach und nach getötet. Heil mich mal. Er kriegt's nicht hin. Na, jetzt wird er nicht mehr. Mach das nicht mehr automatisch. Ja, ich weiß, das Geräusch nervt mich auch, aber so ist es halt. Danke. Oh, ein Hundi. Ein Reißzahnmonster. Hund gegen Hund. Wer gewinnt? Selbstverständlich mein Hund. Den habe ich leider nicht anheuern können. Der war grundsätzlich... Oh Gott, oh Gott. Die töten Virgil gerade. Jesus. Ja, die kamen von irgendwo. Wo kamen sie denn her? Das können die auch gar nicht gehört haben. Achso, ich muss da hinten lang. Scheiße. Okay, dann werden wir den gemeinsam mal, den mal ganz kurz töten. Jetzt kommen sie nicht, oder was? Bullshit. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Hä? Wo kommen die her? Die sind einfach da. Achso, die stehen an der Wand dort irgendwo. Hund, los, 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 Hund, los, los, los. Sehr gut. Sehr schön. Die stehen da irgendwo, standen da irgendwo an der Wand. Gefährlich, ey. Ah, den einzelnen müsste ich alleine kriegen. Was wünscht ihr? Sehr gut. Naja, das nicht. Wir hätten Streitkram aufgenommen. Was wünscht ihr? Welch? Ich bin fertig. Was ist für Müll aufnehmen? Warten. Komm her. Was wünscht ihr von mir? Ich meine, die kämpfen ja trotzdem dann mit, wenn der Gegner kommt. Erledigt. Was ich aber nicht möchte, ist, dass sie, während ich die Tür angreife, mitmachen. So. Ich kann euch zumindest sehen, ja? Ja. 0%? Ich sehe sie doch noch nicht. Doch, da 170%. Ernsthaft? Ihr seid dreimal ausgewichen, ihr Penner. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Virgil ist aber nicht tot, ne? Nee. Er ist einfach nur... bewusstlos wieder gewesen. Und komm mit. Was wünscht ihr? Wir können gehen, wenn ihr. Mitten tief in der Nacht, ey, wenn wir hier überfallen mit den Gegnern. Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Also, hör auf, jedes Mal den Dialog zu beenden. Ich hasse dich. Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht? Ich bin fertig.
Was wünscht? Ich brauche Heilung und du kannst dich heilen. Was wünscht ihr? Welch? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig. Oh, der ist unfähig, Mann. Das ist unglaublich. Was wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht? Und noch einmal, damit er wieder volles Mana hat. So, dann ist er nur noch. Okay. Ein Ork-Berserker. Und er. Er ist Level 40. Gut, wartet. Was gleiche Taktik von wie mir? Eben. Es ist erledigt. Der Mundmit ist erledigt. Einfach mal eine Tür freigeschossen. Ah, guck, ich habe übrigens einen Schicksalspunkt bekommen. Wofür auch immer. Ah, fuck. Ja, ernsthaft zwei Hände? Okay, mich darf er gerne mal. Okay, sieht ganz gut aus. Was wünscht ihr? Wir können gehen, wenn. Ich sollte die töten, ne? War schon die Aufgabe gewesen. Geh ich mal von aus. Was haben wir hier Schönes dran? Nichts. Zwei unverschlossene Truhen. Was auch sonst als nichts da drin? Aufgabe war doch gewesen, die zu töten, ne? Geh ich jetzt mal von aus. Ich sollte die Aufgabe vielleicht vorher lesen. Ja. Ernsthaft? Du bist so doof! Hat einfach gegen eine Mauer. Ja, da kommst du nicht durch. Ich speichere mal unter dem Backup 7 ab. So ist so ein Backup-Backup eigentlich. Wirkel kann mich jetzt eh nicht heilen. Hat jetzt keinen Bock drauf. Wahrscheinlich muss ich gegen den Rest auch noch kämpfen, der hier rumgammelt. Ich meine, das sind noch zwei Orks da draußen gewesen. Aber das sind grüne Orks. Ich weiß nicht, ob die. 30 ist okay. Alles gut. Ja, ja, pst. Lass mich in Ruhe, Menschenwache. Da. So. Ja, ich bin gekommen, um mir ein Geld abzuholen. Ja, ihr habt es euch verdient. Hier euer Geld. Da gibt es ja ihr gute Arbeit machen, Junge. Ihr immer Mitglied vom Pollock-Bande sein. Einen schönen Tag noch. Okay, das war's. Anscheinend. Naja, bis zum Morgen warten. Erledigt. Hast du die Handkanone nicht benutzen können? Na, jetzt habe ich sie einfach bekommen. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Belerugrims Versteck und die. Irgendwas war noch gewesen. Zwei Dinger. Alte Grab? Elfengrab? Ne, Elfengrab haben wir gemacht. Das ist die Elfenstätte. Alter Tempel und Belerugrims Versteck und die Schwarzmine. Hier sind die Schwarzbergmine, sind da oben. Da müssten wir dann hin. Wir machen das mal eine ganz kurze kleine Pause, meine lieben Freunde. Jetzt in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Bis dahin. Ciao.